Byron klopft einfach nie geil. Was geht ab? Wir sind wie immer zu viert im Haus, wie bei Mensch ärgere dich nicht. Also herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick und Vorschauvideo. Wir dachten, wir fassen mal zusammen, was das ganze letzte Jahr so gebracht hat und was das nächste Jahr bringen wird. Facts. Also jetzt nicht mit Bezug auf die Whiskys, die wir getrunken haben. Da habt ihr natürlich alle Videos gesehen. Das freut uns auch. Aber es geht jetzt ein bisschen um das Drumherum. Was haben wir so erlebt? Passiert, was war so das Geilste in 2022? Vielleicht ganz kurz das Geilste. Schaut, das haben wir im Glas. Oh. Das wollte ich nämlich gerade eben aussagen. Ah, ja, was mein? Jetzt sag's. Ja, dann mach. Dann zeig den Aal. Was habe ich gemacht? Also, was sehen wir eigentlich hier gerade in dem Video? Ihr habt es vielleicht beim Einschenken schon gesehen. Ein Aaron 22 in Fassstärke. Er riecht und schmeckt einfach unglaublich. Vor allem gibt es eine ganz besondere Note und das ist einfach Pfirsicheistee, sein Urgroßvater. Und er erinnert tatsächlich an den aktuell 18-jährigen Batch. Nur noch der krasser neuen Batch. Ja, gut, fangen wir mal an. Vor circa einem Jahr, da standen wir bei etwas über 100 Abonnenten. Es ist so krass. Es ist so krass. Echt geil. Schaut also an die 100, die auch noch da geblieben sind. Genau. Also viele haben sich ja mittlerweile verpisst, das ist auch okay für uns. Gott sei Dank, ja sogar. Trotzdem danke an die mittlerweile über 600, absolut, die dazugekommen sind. Ja, im Februar haben wir die Flaschenteilung eingeführt. Mhm. Haben wir jetzt schon oft erwähnt. Viele kennen sie ja auch, manche vielleicht noch nicht. Ja, das sieht man auch hier unten in der Beschreibung, den schönen Link zu unserer Flaschenteilung. Ja. Und auch da geht ein ganz, ganz großes, fettes Dankeschön an alle raus, die den Tamdu 28 bestellt haben. Ganz dicke Fakten. Weil das hat uns ermöglicht, den zu probieren, sonst hätten wir den zum vollen Preis kaufen müssen. Wir haben auf jeden Fall so einen fetten Club, keine Community, wir haben einen Club mit euch. Easy Whisky Club. Genau, richtig, dank euch. Wenn wir so Abfüllungen wie den Tamdu 28, der Bottle 300 Euro, die kauft sich jeder von uns vielleicht einmal im Jahrzehnt oder wenn überhaupt. Aber die komplett bei uns teilen zu können, wir machen zusammen Video, mega geile Aktion. Ja. Wir ermöglichen also uns gemeinsam solche Abfüllungen. Und allgemein ermöglicht uns vier auch das hier, das zu machen, weil es macht einfach auch unglaublich Laune. Ja. Und wir kommen auch auf die Flaschenteilung in der Vorschau nochmal zurück. Ich würde sagen, ich habe noch kurz einen Satz zu dem Tamdu 28 und zwar, das lief sogar so gut mit der Teilung, dass nicht mal ich noch 5 CL von dieser Flasche bekommen habe. Und das der Hader, das ist hart. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt zu den Boys. Kein Ding, Bro, kannst du meine 15 anschauen. Ja, für 20 Euro anschauen. Natürlich. Was ging noch so? Also abgesehen von Online-Tasting-Videos haben wir natürlich auch Tastings vor Ort bei uns hier in der Gegend veranstaltet. Geil. Absolut also, nice. Also wer hier aus der Umgebung ist, Kreis Stuttgart und so weiter, kann mal gern vorbeischauen. Es sitzen uns dann einfach auch ein paar gegenüber, die Feedback geben. Mhm. Und ganz ehrlich, das macht mir unglaublich Spaß und ich freue mich jetzt schon zum Rückblick, Vorschau, ich glaube, es steigt noch ein bisschen an und geht noch ein bisschen voran und wer Interesse hat, sich gerne auch mal bei uns melden, wir geben auch ein paar Daten durch, wenn ihr Interesse habt, also gerne per Mail über unsere Gruppe mal melden, ich habe Bock darauf, das macht echt Laune. Und apropos Austausch mit den Leuten, wo geht Austausch besser als auf einer Messe? Wir waren auf ein paar Messen letztes Jahr. Für mich auch die Highlights überhaupt eigentlich. Ja. Ihr seht gerade hier auch Videos eingeblendet von den Messen, von uns aufgenommen. Einfach geil, Leute kennenzulernen, die uns auch erkennen. Das ist alles Geilste. Lokalhunde! Ich hab gesagt Lokalhunde! Ich hab dich nicht verstanden, nochmal bitte. Lokalhunde! Auf mich! Ihr seht die Videos, aber wir haben keine Ahnung, wer ihr eigentlich seid. Wir kennen eure Namen, wenn ihr kommentiert. Mhm. Aber euch dann mal auf der Messe zu sehen, finde ich richtig geil. Also auch in Zukunft, sprecht uns immer an. Egal, ob ihr uns mögt oder nicht. Wir sind für alles bereit. Also wir waren in Schwetzingen, in Nürnberg, Frankfurt und München. Ja. Empfehlenswert, vielleicht sollten wir das gleich mit anschließen. Welche können wir... Genau. Also erstmal sind alle Messen empfehlenswert, aber ganz besonders Frankfurt und Nürnberg sind eigentlich die für mich, die wesentlichen Messen, die über allem, die einfach rausstechen, weil ich finde, die sind einfach nochmal... Ja. Finde ich absolut auch. Also gerade Frankfurt, der sagt mir ja immer nach, keine unabhängigen Abfüller oder so ein Scheiß, nur die Brennereien, die sich selber vermarkten.
Alter, das Ambiente ist so geil. Wenn ihr dort Leute trefft, die ihr schon kennt oder aus der Whisky-Branche einfach ein bisschen drin seid, könnt ihr dort so Spaß haben, Alter. Es macht so Laune. Es geht ja auch um Spaß. Ist einfach auch geil organisiert. Du kriegst gutes Essen, kriegst geile Getränke. Kannst einfach auch an so Städtischen chillen. Da werden ständig welche frei. Du musst nicht irgendwo auf dem Boden hocken oder was weiß ich was. Ja. Welche war jetzt eigentlich so die schlechteste Messe dieses Jahr? Also schlechteste ist einfach. Für mich. Weil es war auf jeden Fall München. Ja, ganz klar. Und die beste wird schon eher schwierig, aber ich glaube trotzdem Frankfurt und Nürnberg. Ja. Also die teilen sich so den ersten Platz so ein bisschen. Ja. Wobei ich aber bei München trotzdem nochmal einen Pluspunkt aussprechen muss. Und zwar, weil da echt geile Messepreise teilweise waren. Jo. Also es gab echt gute Angebote teilweise. Ja, ja. Kann man auch schon sagen. Muss man aber nicht. Und wir kümmern uns natürlich auch immer so ein bisschen um die Sache um den Whisky herum. Also es ist nicht nur der reine Whisky, sondern Sherry ist bei uns ein beliebtes Thema. Deswegen waren wir natürlich im August auch in Herdes, haben da mal eine schöne Bodega besucht. Auch einfach geil, mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen bei diesen Sherrys zu erfassen. Guter Einblick, kann ich jedem empfehlen. Absolut. Trotzdem ist das Sherry-Thema einfach ein Thema, welches auch den Whisky beeinflusst. Und deswegen einfach guckt über den Tellerrand, schaut euch auch den Sherry an. Da lernt man einfach auch extrem viel und es erweitert den Horizont. Einfach auch mal einen PX trinken, mal einen Sherry trinken, einfach so ein, also so ein Oloroso. Einfach, dass man halt mal weiß, wo der Ursprung herkommt, so von den Geschmäckern. Range erweitern und so weiter ist für uns sowieso immer ein ganz wichtiges Thema, sind wir schon seit Tag 1 dran. Deswegen haben wir in der Edinburgh Whisky Academy auch geschaut, dass wir uns zertifizieren lassen bzw. einen Abschluss machen, damit das, was wir sagen, auch irgendwie nachgewiesen werden kann, dass wir nicht immer nur Scheiße labern, sondern auch Scheiße, die stimmt. Ja, tatsächlich, mit dem Finger an die Hater, Alter. Kann auch jedem empfehlen, also absolut. Selbst die 55-jährigen Whisky-Nerds, die seit 80 Jahren Whisky trinken, die alles wissen, auch die werden dort noch was lernen. Die werden da noch belehrt. Ja, also man lernt nie aus. Und jetzt haben wir noch ein Highlight im Oktober, unsere jährliche Schottland-Reise natürlich. Ja, Alter. Diesmal. Und die war schön. Wollt ihr beiden? Ja. Leider waren die beiden ja nicht dabei. Olli und ich hatten das Vergnügen vor allem. Weil die lieber mit ihren Frauen gehen wollten als mit uns, Alter, übrigens unverständlich. Muss auch mal sein. Nee, auf gar keinen Fall. Mehr Whisky für uns. Ja. Nee, aber letztendlich waren wir hauptsächlich auf Skye unterwegs. Und ja, ihr seht da die Bilder. Skye lohnt sich immer. Ja. Brennereien muss man besuchen. Tora weg, Talisker. Ganz, ganz wichtig für uns. Rasi. Ja, Mann, schön mit der Fähre rüber. Wenn die noch länger gehen. Ja, Alter. Absolut geil. Unfassbar. Aber dann auch Inverness war geil. Also Schottland ist einfach für jeden. Hört jetzt auf! Ja, Inverness aber trotzdem ein Highlight. Der Malt Room. Ja. Also wer in Inverness sein sollte, geht in den Malt Room. Eine kleine Whisky Bar mit den geilsten Flaschen und mit den coolsten Typen in Schottland. Ganz elegant, ja. Genau. Wir sind, und das muss man wirklich sagen, es ist und bleibt. Oder es ist unser Hobby. Also wir machen das wirklich, weil wir einfach Spaß dran haben. Ja. Ich hoffe, das können wir euch übermitteln. Und das Ganze aber auch damit verbunden, dass wir, das heißt, aber uns auch weiterbilden wollen, dass wir einfach euch Input geben wollen, der euch auch weiterhilft, der uns auch manchmal selber weiterhilft. Und wir hatten jetzt das ganze Jahr über ein schönes Wachstum natürlich, was es angeht, dank euch. Wir brauchen da jetzt auch nicht irgendwie 10.000 Abonnenten über Nacht, sondern wirklich richtige Fans, die auch dabei bleiben, denen es genauso Bock macht wie uns. Somit jetzt mal zum Vorschau für dieses Jahr. Sehr, sehr gern. Starten wir mal mit der Flaschenteilung wieder. Aber ganz kurz, eins hätte ich vielleicht noch. Sehr gern. Damn, wie geil ist das? Aaron 22, Alter. Und perfekte Überleitung. Ich wollte gerade mit der Flaschenteilung beginnen. Da ist der A natürlich auch mit drin. Ja. Puh, Alter. Also gönnt euch mal für also sehr bestens zu empfehlen, bevor Duck ihn wieder rausnimmt. Ja, aber weil es ist schon. Ah, der. Ja, geil, man sieht's nicht, aber ich nehme ganz so arg viel drin. Alter, der ist schon, glaube ich, noch leer machen. Ja, vielleicht auch. Also der schmeckt halt einfach. Also wegen mir ist ja gern, weil den kann ich exen, weil es ist einfach Pfirsicheistee, Mann. Ja, ist echt so. Also die Flaschenteilung lohnt sich generell auf jeden Fall. Wir schauen auch, dass wir euch da nicht zu spammen irgendwie, dass ihr da täglich von uns Nachrichten bekommt, sondern wirklich nur, wenn es was Gutes gibt. Wir haben vorhin den Tamdo 28 angesprochen. Was als nächstes in der Pipeline steht, wäre ein sogenannter Little Mill. Also ein Whisky von der Brennerei, die es nicht mehr gibt. Von also euch quasi ausgewählt eigentlich. Wir haben die Umfrage gemacht bei uns im WhatsApp. Little Mill hat Clubgruppe. In der WhatsApp-App. Und der Little Mill hat deutlich gewonnen. Genau. Von dem her, wir halten ja Augen offen. So, es wird jetzt öfters kommen. Ja. Wir werden öfters Monster verkosten, die wir dann auch ins Video nehmen. Nur mal schauen, was da so kommt noch alles. Vielleicht
da nur noch die Ergänzung, wir machen das nicht, um dabei Geld zu verdienen. Also wir machen das Ganze so, dass es, dass wir alle einfach die Kosten uns halt wir teilen uns die Kosten. Versand, klar, aber wir profitieren davon nicht. Und wenn ihr mit uns die verkosten wollt, seid dabei. Ja. Und je mehr, desto öfter können wir rechtzeitig Dinge trinken. Also deswegen bitte. Denn Whisky ist zum Teil da. So sieht es nämlich aus. Was steht sonst noch an nächstes Jahr? Auch da wieder die Messen. Ich mache es ganz kurz. Wir werden wieder nach Schwetzingen, Nürnberg, Frankfurt. Ich glaube, wir haben vorhin in der im Rückblick schon angesprochen, warum es vor allem die drei werden. Das größte Highlight wie immer wird unser Trip nach Schottland sein. Diesmal schon im April, also zum Glück nicht mehr lange. Gott sei Dank. Zum Teil werden wir auch auf der Space Side Festival sein. Ja, genau. Und diesmal Gott sei Dank wieder zu viert am Start wie im Viererbob. Hallo. Und dann geht's auch ab in den Norden. Also kann man schon mal so ein bisschen anteasern. Genau, zu viel will ich nicht verraten. Ja, aber wir sagen mal Highland Park. Aber ich würde noch was anteasern, und zwar, denn wie viele Flaschen liegen schon in Schottland? Das stimmt, wir sind nicht dort. Ich glaube, wir haben schon 7 Flaschen bezahlt. Ja. Also 7 sind schon da, die liegen für uns bereit. Sag das doch nicht im öffentlichen Video, Alter, dann Zoll, wenn der mitschaut. Glenmorey 28, Letchick 27. Also die Flaschenteilung wird sich freuen nach unserem Schottland-Film. Was auch noch geil ist, die ganzen Videoformate, die wir auf unserem Kanal durchziehen, das wird nochmal um einiges krasser. Ja. Ideen, ihr merkt selber, bei uns kommen immer wieder geile Ideen auf. Werden wir auch weiterhin umsetzen. Gameshow wird auch mega fett noch in diesem Jahr. Und lasst euch einfach mal überraschen. Ja, da dürfen wir jetzt trotzdem noch, wenn wir schon dabei sind, jetzt seid ihr dran, nämlich mit den Kommentaren. Was hättet ihr noch für Ideen, was wir besser machen, kann man jetzt nicht sagen. Aber was hättet ihr für Ideen? Was könnten wir vielleicht noch mit reinbringen? Was wäre eine geile Idee von euch? Was fehlt euch vielleicht so ein bisschen? Haut einfach mal in die Tasten, Klavierspieler. Bevor wir jetzt uns verabschieden, ist mir noch ein Anliegen, Shoutout vor allem an die zwei in der Mitte, weil die sind von uns vier. Wir machen das alles zu viert. Wir sind auch alle vier die, die das lieben, leben und alles dafür geben. Aber ich glaube, den Club, so wie es hier gibt und mit dem allem, was organisiert wird, sind die zwei eigentlich mit die Federführenden. Deswegen Shoutout an euch beide. 16 Minuten. Ja, und damit ist jetzt auch wieder vorbei mit seinen Haaren. Das war's. Rudi nimmt das mir einfach vorweg, also ich wollte auch was gegen dir sagen. Ja, okay. Ja, also. Alter. Kann ich keinem nur zustimmen, also sind einfach nur ganz, ganz dicke Fakten. Ja. Und ja, also fettes Merci geht an der Stelle raus. Gerne, Alter. Dank, und wir machen es natürlich. Aber ist ja scheißegal, weil in der Abstimmung wurde Duck als erstes von der Insel gerettet. Deswegen kann ich mir gehen. Ja. Ja. Mit diesen Worten sind wir mal wieder weg. Ciao. Reingehauen. Speakeasy. Drink hard. Wieder ciao.